Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio C-Block. Und ihr habt es gesehen, wir produzieren 10 Gigajoule mit Solaranlagen. Ich bin schon zu weit gelaufen. Ein so und ein. Nee. Gib nochmal her. Nein, wir lassen da mal sicherheitshalber eine Sicherheitslücke. Kupfer. So, da können wir sagen, pass auf. Wir machen das so. Gehen hier mit daran. Hiermit daran. Und gehen hiermit daran. Zack, und wir haben Fuel Oil und Base Mineral Oil. Okay. Weiter geht's. Fuel Oil. Mit Fuel Oil können wir jetzt Liquid Fuel herstellen. Mit Liquid Fuel können wir. Dafür brauchen wir noch ordentlich was. Könnten wir mit Festbrennstoff herstellen. Wir könnten dort mit Wasser und der Technologie Oil Burning wäre diese Technologie hier. Da brauchen wir aber noch eine ganze Ecke hin. Mit Oil Burning könnten wir das machen. Wir könnten mit Methan Diesel Fuel herstellen. Dafür brauchen wir Chemical Processing. Dafür bräuchten wir 30 und 50. Nö, das heißt, ihr macht jetzt erstmal das hier. Dann brauchen wir aber noch das Nutrient Pulp. Daraus können wir ein Fass machen. Wir könnten Fuel Oil daraus herstellen. Wir könnten noch mehr Fuel Oil daraus herstellen. Wir könnten Aceton, Ethanol, Butan. Wir könnten Biter und sowas machen.
könnten das machen. Glycerol bräuchten wir dann für Nitroglycerin. Könnten auch Ethanol nehmen, weil Ethanol könnten wir wieder für was anderes gebrauchen. Wir können auch erstmal abwarten. Wir hätten da 1500 drin. Wir stellen aber da das her. Das heißt, in 5 Sekunden haben wir bei den Flüssigkeiten Fuel. Ja, das kriegen wir auf alle Fälle ausreichend weg. Das ist gut. Dann reichen das 2 Stück. Wir sind hier oben schon relativ gut vollgelaufen. Wir kriegen wieder keine Mikrocircuits. Wir kriegen wohl das nicht. Wir kriegen das nicht, weil wir das uns wieder fehlt. Eisen, mal wieder. Ganz kurz gegengecheckt. Leer 700. Wir könnten jetzt sagen, wir nehmen eine Ore Sorting Facility. Dafür bräuchten wir aber wieder Eisen. Könnten einfach hier noch mal weitere Dings herstellen, weil dafür bräuchten wir wieder Stahl, wir brauchen halt mehr Eisen. So, uns fehlen diese hier, uns fehlen diese hier, uns fehlen diese hier. Strom wird langsam besser. Aber wir speichern halt noch nichts zwischen. So, fortgeschrittene Materialverarbeitung. Wo wollten wir jetzt hin? Fuel Oil am liebsten zu Liquid Fuel machen. Das heißt, wir müssten hier hin. Weil davon hätten wir auch schon ein paar übrig. Aber wir wollen auch zu einer weiteren Ore Sorting Facility. Die wir eventuell oh, knickern, Kiste knickern. Die wir eventuell hiermit aufbauen. Forschung. Mal immer noch dahin.
du machst. Das da. Und dafür holen wir uns davon mal ein paar manuell raus. Bekommen wir da schon mal eine deutlich höhere Anzahl an links raus. Und ja, es wird natürlich hier jetzt mit Silber, na, ist doch Silber, ne, Silikon und Nickel wird es jetzt natürlich ein bisschen mehr. Und ich sehe hier eine Steigerung von Eisenerz. Und wir wollen immer noch dorthin. Das heißt, wir bräuchten den hier. Können wir den eventuell nach dort versetzen und den nach dort? Und können den von da nach da setzen? Du sollst bitte. Ja, Eisenerz machen. Eisenerz. Von da nach da. Wieder rein. Und wir bekommen da mehr Eisenerz. Stahl und Stahl. Dafür halt eine ganze Ecke. Du machst 1,5, du machst 1. Das ist schon eine Riesensteigerung. Aber dafür bräuchten wir halt aber auch dringend, wirklich dringend mehr davon. Weil dann ist klar, dass wir hier definitiv nicht mehr hinterherkommen. Weil du hast ja jetzt schon. Leichte bis mittelschwere Probleme. Aber hier ist jetzt voll. Das heißt, wir könnten jetzt hier einen Heizkessel MK2, Dampfturbine, Heizkessel MK2, zwei Stück. Und Dampfmaschine, zwei Stück. Vier Stück, nicht zwei.
Casting Machine. Casting Machine. Eine Casting Machine MK2. Metallurgie 2. Dieses hier mal zwischenziehen. Das ziehen wir erstmal sofort zwischen. Weil hier kommen wir jetzt schon relativ gut ran. Du baust auch immer gut ab. Wir kriegen aber nicht genug Mineral Sludge ran. Das liegt am Slag Slurry. Den mal wieder ein bisschen machen. So, gib mal rot, gelb. Ja, und hier müssten wir auch auf rot aufbauen. Zweier Liquefier könnten wir auch gut gebrauchen. Aber wie gesagt, jetzt brauchen wir erst nochmal zwei Steam Turbinen Zweier. Eine. Metallurgie. Den hier mal wieder. Okay, da fehlen uns jetzt die guten Geschichten. Saugeil. Die arbeiten hier auch schon voll. Stahlträger. So, und ich denke mal, mit dem Setup zweihundertfünfundachtzig, 0 und 200. Das müsste doch jetzt funktionieren.
28,4. Ja, guck doch das mal an hier. Damit sind wir stromtechnisch doch schon wieder in einer ganz anderen Liga. Was noch 670? Ja, das sieht doch schon mal gleich wesentlich besser aus. Die hier für den Eisenplatten, da kann ich sogar welche geben. Guck mal, die gehen jetzt hier sogar runter. Das heißt, hier oben sollte das jetzt alles voll sein und wir sollten hier trotzdem 266. Geht ein bisschen runter. Aber es interessiert nicht. Ein Stück haben wir noch. Hier oben 200. Können wir ihm jetzt hier noch mal hinlegen? Kannst du wieder noch ein bisschen was mitmachen? Der hier, Vollgas. Der hier, Vollgas. Der ist gleich vollgelaufen. Dann kriegt er hier komplett das alleine. Eisen. Kriegt jetzt auch hier hin. Stahlträger. Ich denke mal, wir brauchen hier noch deutlich mehr Stahlträger. Läuft auch. Wirkt wahre Wunder. Hier oben. 450, ganz hier oben. Da müssten wir doch nämlich von irgendwo hier, wo mussten wir doch manuell Dreck transportieren. Nur wo? Wir hatten hier irgendwo noch eine Washing Plant hingebaut für irgendwas. Ich glaube, es war hier oben. Da oben. Da. 121. Können wir laufen lassen. 76. Saugeil. Hier oben. 5000. Mit 5000. Was meinst du, was wir da an Landfill noch mitmachen können? Nimm mit. Die Schlacke auch komplett mit. Rein damit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich glaube, und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.